Hola und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast Whistleblower. Hier sind wir. In der letzten Folge gelandet. Da kam wieder dieser komische Typ von Anfang an. Ich glaube, der Chef von Murkoff ist das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat uns hier überrempelt, ist weggerannt wegen irgendwas. Ich weiß nicht genau warum. Anscheinend was Gefährliches. Und ja, eine Sache noch, bevor wir anfangen. Was mir in Aufnahmen aufgefallen ist. Ich gehe mal ganz kurz. So, ist sicher. Nirgends ist hier sicher. Ich blinzel manchmal extrem. Also sieht dann ungefähr so aus. Das sind richtig lange Blinzler. Das wird mir auch öfters passieren, weil ich manchmal wirklich so ohne Blinzeln rumlaufe und dann irgendwann so richtig krass blinzeln muss. Also, wird sich irgendwie schlimmer so. Bisher ist es auch keinem außer mir aufgefallen, aber naja. Wollte ich nur mal gesagt haben, ist das so ein bisschen Tick von mir. Alter! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Renn! Ich komme hier nicht raus! Alter, Dicky ist hier! Oh. What the fuck? Was habe ich dir getan, ey? Scheiße! Alter, ich habe da hingeschaut, ich dachte... Okay. Oh Gott. Renn! Oh Gott, ich komme hier nicht raus! Da steht er, da kommt er. Bitte lauf an mir vorbei. Bitte. Ja? 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 Ja! Ja! Komm schon! Renn! 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 Was? Warum hast du die Tür zuge... Arsch! Boah, hat der die Tür zugemacht, der kleine Wichser. Go, 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 go. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Wir sind richtig. Boah, ich höre ihn schnaufen. Hinter mir höre ich ihn schnaufen. Oh, er dreht um. Okay. Erreiche den Verwaltungsblock, um zu entkommen. Ja, es wird jetzt wohl nicht mehr so schwer sein, oder? Schau mal, da ist ein Typ. Komm, willst du was von mir? Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Das, meine Freunde, ist der liebe Pater vom Hauptspiel, soweit ich weiß. Ja, ist auch ein bisschen krank. Soll ich hier runter? Ja, ich muss tatsächlich hier. Boah, warum immer runter? Alter. Keine Krankheiten mehr. Keine Albträume. Ja, verreck da mal ganz schön. Ich lese jetzt was so. Oh Mann, ey. Rick, das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Project Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Interessantes wird übrigens groß geschrieben, möchte ich mal ganz kurz hier an dieser Stelle anmerken. Das Interessante, ne? Wahrscheinlich ist jetzt falsch. Nee, ich glaube, ja. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Das haben wir schon mal gelesen. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich als nach böhmischen Dörfern. Was sind böhmische Dörfer? Ich weiß es nicht. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber, großes Aber, die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Mark dieser Darm war jenseits von Gut und Böse um diese Frauen und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Project Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen keine Experimente an Frauen durch?
Warum führen wir kein Experiment an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, Jer. Nochmal an euch, Leute. Vielleicht könnt ihr mir erklären, was Murkoff eigentlich, wie Murkoff an Geld kommt. Ich hab's noch nicht, so, wollte nur schauen, ob wir aufnehmen. Ich hab's noch nicht kapiert. Wie kann man denn Geld verdienen? Also entweder die verdienen mit irgendwie Versicherungen Geld oder so, dass die da Leute jahrelang aufbewahren. Oder weiß was ich was. No more sickness! Ach, da sind zwei. Brechen die da aus? Vielleicht. Ja, ich bin auch so ein Scheißkerl, ich weiß. No more sickness! Nein, ich bin lieb! Jetzt lass mich doch rein, ey! Ach komm, ihr seid doch ganz kleine Schisser, ganz ehrlich. Lächerlich, ey. Und das soll ein Cop sein, ganz ehrlich. Jetzt ist hier dunkel. Hier ist doch nichts, oder? Oder eine Batterie wäre geil. Ja, Batterie. Juhu. Mein Gott, ey. Warum redet mein Charakter nicht einfach mit denen? Die sehen doch, dass wir... Oder sehen, sieht man mir anders... Ach nee, stimmt, ich bin ja schon so ein Typ, ne? Also ich sehe ja so aus. Ja, da macht das natürlich ein bisschen Sinn, vor mir abzuhauen. Oh! Wer ist das? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es nicht erkennen können. Ah! Renn! Alter, wie langsam der rennt. Das kann ja echt nicht wahr sein. Go, go! Das mit dem Atem ist auch so übertrieben, ne? Der ist so weit weg und wir hören den hinter uns atmen. Okay, wir sind draußen, wir haben es geschafft. Oh Gott, wir waren ja schon mal draußen, dann sind wir wieder rein. Ich hoffe, ihr erkennt jetzt mehr. Ich habe nämlich die Helligkeit ja höher gestellt. Man müsste jetzt eigentlich mehr erkennen. Okay, ich sehe natürlich, ich weiß natürlich, da hinten ist ein Licht. Hier ist nochmal eine Tür. Ah, da geht's ja raus. Wunderbar. Ja, nee, so sehe ich auch nichts. Also da hört es bei mir auch auf. Ich höre Stimmen. Kann ich da durch? Ja, geil. Hier ist es ja schön. Hier möchte ich mich ganz lange aufhalten, weil es hier so schön ist. Hier finde ich es ganz schön, weil hier ist ein bisschen Licht, das finde ich gut. Schauen wir mal, da ist Strom. Ich glaube, wir müssen irgendwie den Strom abschalten. Weil sonst kommen wir da nicht so gut rein. Wo geht's denn hier lang? Was war das da? Da war doch gerade was. Wem wurde mir gerade was angezeigt? Vielleicht... Gott, müssen wir da rein? Okay, ich schau mal kurz hier rein. Okay, hier ist so... Was ist denn hier? Nichts. Hier können wir nicht rein. Hier... Ah, was zum Lesen. Juhu. Töte uns, brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier, töte uns. Töte uns. Nein. Oh, schau mal, da ist ein Typ. Naja. Super. Schöne Neuigkeiten. Oh Mann, ey, was stellen die mit diesen Leuten hier an? Das ist immer noch die große Frage, die sich mir stellt. Da ist wieder ein Cop. Die sehen alle gleich aus irgendwie, habe ich das Gefühl. Die liegen alle gleich... Oh, nachladen. Oh, nachladen, eine Waffe nachladen, das wäre mal was. Oh, da hinten ist was. Okay. Okay. Schön. Wo geht's denn hier lang? Ja, erstmal zumachen hier. Nicht, dass hinter uns plötzlich was kommt, obwohl es würde wahrscheinlich auch so kommen.
Du holst dir nicht ernsthaft einen runter, oder, mein Freund? Das ist nicht dein Ernst. Fuck! Fuck! Alter, holt er sich... Das ist richtig krank. Das ist richtig, richtig krank. Zack. Ich bin hier. Klang gerade wie ein normaler Mensch. Wahrscheinlich war es kein normaler Mensch. Ich hasse Schatten. Jetzt können wir durch die Tür da hinten, ne? Durch hier, ne? Ja. Who's there? Ich bin hier. Alter, da hat gerade einer so scheiße gelacht. Hey, warum geht das jetzt nicht auf? Ich hab doch den Strom abgestellt. Oder müssen wir woanders rein? Hä? Komme ich denn jetzt da rein, bitte? Ich meine, ich hätte den Strom abgestellt. Haben wir doch den Hebel aktiviert. Wollen wir uns jetzt verarschen? Oder ist jetzt hier irgendwie... Nee, hä? Was? Wie, was? Was geht ab? Moment. Wir müssen, glaube ich, nochmal... Also, oder bin ich jetzt... Nee, hier vielleicht, ne? Ah, hier, oder? Ja, hier. Oder kommen wir hierher? Ach, weißt du was, ich, Alter? Nee, hier kommen wir... Doch, hier kommen wir doch her. Hier kommen wir her. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen zurück. Ist ja ein bisschen... Eine Map wäre gar nicht so schlecht gewesen. Zumindest irgendwie so Blutpfeile anwenden oder so wäre schon mal nicht schlecht. Aber der Strom ist immer noch an. Das ist echt ein bisschen komisch. Ja, dann müssen wir nochmal zurück. Habe ich da tatsächlich was übersehen oder so? Also, ich weiß es nicht. Ich hasse es, nochmal zurückzugehen, ganz ehrlich. Aber wir können ja nochmal einen Typen dazuschauen, der... kranke Sachen macht. Oh Gott. Aber hier können wir rein. Der ist nicht mehr da, der Typ. Ups. Hä, der Strom ist immer noch an? What the fuck? Oh! Oh Gott! Alter! Oh Gott, ich hasse dieses Spiel. Bleib da drin, Alter, und verreck in der Hölle. Alter, was ein kranker... Wir hatten den Hebel doch schon aktiviert, ey. Oh Gott. Okay, jetzt ist der Strom aus. Jetzt können wir durchrennen. Ich will die Lampe nicht anmachen, sonst habe ich keine Batterien mehr. Go, go. Zumachen. So, jawohl. Okay, ich glaube... Oh nein, der ist da immer noch. Oh Gott. Ich glaube, ich darf nicht stehen bleiben, oder? Und jetzt? Oder ich glaube, hier kommt er nicht mehr rein, oder? Mache ich auf jeden Fall nochmal zu. Ich glaube, der Typ hat uns verloren. Alles klar. Oh Gott. Wenn die einfach so hinter einem... So, brav wieder die Tür zu machen. Haben wir ja vom alten Opa gelernt, wie man Türen zumacht. Nee, da ist nichts. Alter, wir irren ja auch rum, ne? Oh, cool. Ich glaube, hier müssen wir hier rein. Sieht so aus, ne? Ich schaue nochmal dahinter, vielleicht liegt da eine Batterie oder so, wer weiß. Ja, oder... Ja, eine Batterie. Und ein toter Kopf, wie immer, ne? Wieder derselbe, klar. Die ganzen waren alles Zwillinge wahrscheinlich. Hier kann man sich ja alles vorstellen, ganz ehrlich. So. Wasser. Ja, da können ja ein paar Schrecker auf und. Oh Gott. Da ist was ins Wasser gesprungen. Gib Gas. Da ist was ins Wasser gesprungen. Oh. Aber wir sind dran vorbei, ne? Also jetzt ist hier aber, ne? Jetzt ist hier aber... Sieht man das? Nee, ne? Okay, wo sind wir denn jetzt? Ah, hier geht's weiter. Oh Gott! Alter.
Alter, das ist so schlimm, weil... Da müssen wir jetzt rein, da wo der runterkam. Weil dann gibt es Momente, wo man ganz kurz zur Ruhe kommt. Das war genau da. Tür aufmachen, denkt man sich so ein bisschen. In der Animation, alles cool. Und dann, wenn genau dann was kommt, dann raste ich ja völlig aus. Wieder derselbe tote Kopf. Ah, hier ist schön viel Licht. Sehr gut. Als Dumme ist auch da, wo viel Licht ist, noch richtig krasse Schatten. Ne? Es gibt nie nur Licht. Der Glöckner von Notre Dame wartet da oben auf uns. Das ist mein Gefühl. Das habe ich im Urin. Boah, zwei krasse Schocker, ne? Warum auch mit dir? In der letzten Folge waren es ja auch zwei oder drei, ne? Boah, immer ein paar. Boah, ich dachte, da wäre einer. Puh. Ich habe schon Halluzinationen hier in diesem Spiel. Geht das nichts? Da kam auf jeden Fall der Typ runtergeflogen, gefesselt. Der ist da, glaube ich, nicht selber runtergesprungen. Also freiwillig, so dumm sind die Typen jetzt auch nicht. Okay, da geht's raus. Da ist doch jetzt irgendwo einer, oder? Das kann nicht wahr sein, ja. Wunderschöne Aussicht, möchte ich mal ganz kurz die Hand machen. Geil, ey, Hotelzimmer. 1, 2, 3, yeah. Alter, wie groß ist denn das Areal? Das ist ja abnormal. Vor allem, wo... Was ist das hier? Komm hoch. Oh Gott. Nein, nein. Okay, ich habe erwartet, da kommt jetzt was. Warum fallen wir da runter? Also der Typ hat aber auch verdammt viel Pech in seinem Leben, ey. Ich glaube, wir waren da sogar richtig, oder? Oder habe ich hier was übersehen? Moment. Da sieht man manchmal Sachen irgendwie besser. Hier geht es nicht durch, oder? Nee. Nee. Alter, dieser... Ich weiß nicht, sind wir noch im Knast? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich verstehe nicht diese Anstalt, wie die funktioniert. Das würde mich auf jeden Fall noch interessieren. War doch gerade das... Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Schon wieder Batterie fast alle, das ist ja wohl echt ein Scherz hier. Das sind aber auch Schrottbatterien, keine von Duracell hier. Ihr müsst mal, hat es ja gar nichts hier mit dem Spiel zu tun, weil ich weiß noch nicht, wo es hier weitergeht, aber ihr müsst mal in YouTube eingeben Duracell Super Bowl Werbung. Die ist so geil, so richtig episch, also die kann alles. Das ist gar keine Werbung mehr, das ist einfach mega geil. Wegen der Kiste können wir jetzt hier nicht hier rein, das kann aber jetzt echt nicht dein Ernst sein. Hier, schieb die doch weg. Alter, what the fuck? Ah, hier vielleicht, oder? Nee, Alter. Ah, hier, oder? Nee, hier auch nicht. Hier kann er sich auch nicht festhalten. Spring doch da hoch, Junge. Alter. Dieser Weg hier kann aber nicht umsonst sein. Das kann ja echt nicht wahr sein, ja. Warum boxt er das nicht durch? Ist da eine Tür eine geheime? Jetzt haben wir diese geilen Staubpartikel hier. Alter, what the fuck? Was ist das hier für eine Stelle? Ich bin gerade echt ein bisschen inkompetent. Ah, die Werbung ist echt... Ah. Man sollte vielleicht mal um die Ecke schauen. Die Werbung ist echt mega geil. So voll heroisch irgendwie. Geht er... Das ist so eine Frau, die da redet, oder? Ach komm, rennt doch nicht weg. Wer seid ihr? Wo ist diese Frau? Puh, warum müssen wir...
Alter. Müssen wir jetzt echt hier rumlaufen? Gott. Durchklettern. Da haben wir auch schon unsere Erfahrung mit hier, mit so... Bräutigam. Oh! Schöne blaue Verträge, ist das hier? Kleidung, ach weiß was ich. Slenderman. Nee, ist das hier nicht... Moment, du hast zum Lesen. Ist das hier nicht, wir haben noch was aufgeschrieben jetzt. Wie kann man das denn... Notizen. Ach, die haben noch gar nicht gelesen. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate. Je mehr ich versuche rauszukommen, Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde schien eine weise Entscheidung zu sein. Wieder drin. Ach so, ja, war da. Ne, wir waren ja draußen, sind wir wieder rein. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben... Wenn meine Heizung hier Geräusche macht, dann wäre ich wahnsinnig. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit sagen. Lisa. Waren wir im ersten Teil nicht ein Mann? War da etwa eine Frau auch noch dabei? Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab sowas von verkackt. Wir waren im ersten Teil ziemlich sicher ein Mann. Und da ist Slenderman. Nee, Slenderman ist weg. Nee, da steht er noch. Ja, ja, mein Freund, ich hab dich schon gesehen. Ja, komm, wir müssen, glaube ich, dahin. Hallo. Nee, der ist erhängt. Alter, das sieht richtig krass aus. Muss das hier fürs Thumbnail mal ganz kurz festhalten. Das sieht echt krank aus. Die Musik wird wieder ein bisschen... Ist der da nicht mehr, ne? Ich muss sagen, manche tun mir auch wirklich leid. Der gerade zum Beispiel. Der ist natürlich verrückt und so. Ach du Heilige. Was ist das für eine Frau? Und ich will nicht sterben. Ah, Batterie. Ja, sehr gut. Man kann die Batterie auch schwer von anderen Gegenständen hier entscheiden, die hier so rumliegen. Aber Batterien sind meistens da, wo man nicht lang muss. Lektion Nummer 1 in Outlast. Batterien sind da, wo man nicht hin muss. Ah, Licht. Das ist doch wieder eine schöne Sache. Und ich würde sagen, hier ist doch perfekt sicher für ein Päuschen. Ich werde aber diesmal wirklich 2 Folgen am Stück aufnehmen. Habe ich noch nie geschafft. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann Daumen nach oben. Falls ihr das Ganze überlebt habt, Daumen nach oben. Falls ihr mich ausgelacht habt, Daumen nach oben. falls die Helligkeit immer noch nicht passt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese mir alles durch, ich beantworte auch wirklich alles. Also das ist bei mir nicht so, dass ich keine Zeit für sowas hätte, so wie das ja viele immer sagen, sie hätten gar keine Zeit. Das ist bei mir nicht so, ich habe für euch mehr als genug Zeit. Also bis dahin und ciao.